Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns hoffentlich eine günstige und leckere Alternative zu den Alpro Not Milk an. Und zwar die Vemondo No Milk. Bitte guckt es euch mal an. Möglicherweise haben sie sich von Alpro inspirieren lassen, die Schlingel von Lidl. Denn das Design erinnert doch schon ziemlich stark an das Produkt von Alpro. Und sie gehen auch in eine gleiche Richtung. 1,8% Fett, 3,5% Fett Haferdrink, die dann eben sehr nah an Milchgeschmack kommen sollen. Dem Alpro-Produkt ist das sehr gut gelungen. Für mich wirklich eine der besten veganen Alternativen, was Milch angeht. Ich habe sie euch für euch auch getestet auf YouTube. Schaut gerne mal in das Video. Ich verlinke es euch in der Beschreibung. Das Problem ist nur, die sind ziemlich teuer. 2,49 Euro um den Dreh. Die hier jetzt 1,45 Euro. Und ja, wir schauen sie uns mal zusammen an, denn sie haben auch tatsächlich ein paar Vorteile. Einmal kurz Blick auf die Zutaten, Nährwerte und dann, wie es schmeckt. Was ist wichtig zu erwähnen? Also, den Preis habe ich gerade erwähnt. Wenn wir jetzt mal auf die Nährwerte schauen, dann gibt es tatsächlich viele Gemeinsamkeiten im Fettgehalt tatsächlich. Und die Kohlenhydrate insgesamt gehen auch in Richtung Alpro, wobei Alpro explizit sagt, null Zucker und dafür normale Kohlenhydrate ein bisschen mehr. Und hier wird quasi, denn die Gesamtkohlenhydrate sind bei beiden gleich, hier war 5,3, bei Alpro war irgendwie so 5,5, irgendwie so um den Dreh, 5,3, 5,2, auch so um den Dreh, aber eben kein Zucker. Sprich, daraus kann man schließen, dass hier der Aufschluss und die Verarbeitung des Hafers, denn der Anteil Hafer ist bei beiden gleich, 8,7%, dass der hier dazu führt, dass eben aus den Kohlenhydraten des Hafers Zucker gewonnen wird, ja. Denn ihr wisst, Kohlenhydrate sind ja eigentlich nichts anderes, also langkettige Kohlenhydrate wie in Stärke sind ja nichts anderes als Zucker, der in einer Kette oder in verzweigten Ketten vorliegt. Und wenn man den spaltet, hat man am Ende auch Zucker, ja. Deswegen solche Aussagen, wie auch immer, dass Zucker irgendwie das größte Gift überhaupt ist, totaler Schwachsinn ist, weil das wichtigste Nervstoff fürs Gehirn und der Körper selbst macht aus Kohlenhydraten Zucker, weil er den braucht. Ja, aber natürlich sollte man es nicht, die puren Energieträger ist natürlich schon mal ein bisschen was anderes, aber irgendwie diese pauschalen Aussagen, immer Zucker wäre schädlich, das ist halt totaler Schwachsinn. Ballaststoffe, und das ist interessant, Lidl hat es versucht in allen Belangen, ich habe jetzt wie gesagt die 3,5er mit der 3,5er verglichen, versucht in allen Belangen ein bisschen besser zu sein. Wir haben 1,1 Gramm Ballaststoffe, bei Alpro waren es 1 Gramm, wir haben 0,8 Gramm Eiweiß, bei Alpro waren es 0,7, also alles ein bisschen besser, bis auf vielleicht den Zucker, wenn man das so sehen möchte. Und sie haben Vitamin B12 zugesetzt, das hat Alpro nicht, Calcium und Vitamin D ist gleich an der Stelle. Und was auch wichtig ist, dass wir hier Rapsöl drin haben und nicht Sonnenblumenöl. Und Rapsöl gilt als ein sehr gesundes Öl. Es hat ein gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Sonnenblumenöl nicht ganz. Sonnenblumenöl schmeckt meiner Meinung nach deutlich besser als Rapsöl oder zumindest ein bisschen besser. Aber hier haben sie rein ernährungstechnisch eben auch das bessere Öl genommen. Ansonsten sind die Zutaten eben relativ ähnlich. Wir haben natürlich Aroma drin, das hat nichts mehr mit einem Naturprodukt zu tun. Ja? Man findet manchmal Rezepte im Internet, ja, weiche Haferflocken ein und dann irgendwie pürieren und dann durch ein Netz sieben und so weiter. Und dann hat man seinen Haferdrink, aber ganz ehrlich, das schmeckt wie Arsch. Wenn man dann das dagegen trinkt, dann wird das deutlich besser schmecken. Aber man muss eben auch viele Sachen dafür in Kauf nehmen, wie Stabilisatoren, Gelan oder eben Aromen, Zichy, Wurzelfasern, die sind für den Ballaststoffanteil da, ja, und Eiweiße dicken auch noch mal an. Also das hier ist ein Zutatencocktail und nichts Natürliches mehr. Das muss man ganz klar auch bedenken. Ja, hier dürft ihr gerne pausieren. Es ist ähnlich halt, man hat eben weniger Fett zugesetzt, aber ansonsten sieht das Ganze auch ähnlich aus. So, jetzt habe ich hier zwei Gläser besorgt. Jetzt gucken wir da mal rein. Ich mache das immer einmal auf, weil dann kann es ein bisschen Luft ziehen. Dann kann man meiner Meinung nach, ich bilde mir das zumindest auch mal, sieht übrigens, ich habe gerade ein bisschen Donald Duck gelesen, kann man ein bisschen besser Comic lesen. Ach, was, kann man ein bisschen besser schütteln, wollte ich eigentlich sagen. Es sieht tatsächlich auch relativ weiß aus. Das ist ja auch so ein bisschen, es gibt viele Haferdrinks, die so ein bisschen gelblicher sind. Ja, das ist jetzt also die 3,5er Version. Und die 1,8er, die probiere ich natürlich auch für euch. Ich bin sehr gespannt, weil ich finde schon, dass Alpro es wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, da den Hafergeschmack wegzubekommen. Man kriegt es, man schmeckt es immer noch ein bisschen, aber eben nicht so stark. Und wenn wir uns diese beiden jetzt hier mal anschauen, dann sehen die auf jeden Fall schon mal ziemlich ähnlich aus. Das Licht ist jetzt hier nicht perfekt. Gefühlt ist die 1,8er Version ein kleines bisschen
durchscheinender, ein bisschen heller, was eben an den Fetttröpfchen liegen kann, die das Licht brechen. Und ja, das ist jetzt also erstmal das. Also man riecht den Hafer deutlich raus. Das war bei der Alpro, meine ich, aber auch so. Aber riecht gut. Also ist auch nicht negativ gemeint. Ich habe auch nichts gegen vegane Milchalternativen, die nach Hafer riechen. Zum Beispiel würde ich euch auch sehr, wenn ihr sie noch nicht probiert habt, obwohl sie leider arschteuer sind, die Oatly empfehlen. Sehr reichhaltig, sehr vollmundig. Gerade die Barista Deluxe Version, die anderen finde ich nicht so gut, aber die Barista Deluxe Version sind sehr voll und die schmecken auch extrem gut im Kaffee, wie ich finde. Ein bisschen das Mikro hier wegmachen, damit es nicht so anhört, als ob ich hier das Mikrofon in meiner Kehle hängen habe. Lecker. Wirklich gut. Wie gesagt, die Hafernote, die hat man ein bisschen, aber ich finde es im Vergleich zu anderen Haferdrinks wirklich angenehmer, milder. Man hat auch genügend Fettgeschmack drin. Also das ist, wie gesagt, die Mage, aber das schmeckt so ein bisschen vollmundig eben. Super gut, ja. Ich könnte euch jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, welche ich besser finde. Ich hole mir die Alpro gelegentlich, ich finde sie sehr gut und die finde ich auch super gut, aber ganz ehrlich, die kostet jetzt 1 Euro weniger. Ich wüsste jetzt erstmal nicht, vor allem weil man hier auch noch andere Benefits hat, warum ich überhaupt noch Alpro kaufen sollte, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und die schmeckt halt einfach noch voller, hat so ein bisschen vom Geschmack, einfach so Cremigkeit ist übertrieben gesagt, ja, bei 3,5 Fett hat man keine Cremigkeit, aber es schmeckt einfach noch ein bisschen vollmundiger. Ey, super gut, richtig super gut. Gefühlt, vielleicht bilde ich es mir ein, aber schmeckt die hier noch ein ganz bisschen mehr nach Hafer, als es die Alpro tut. Ja, aber das finde ich jetzt weder gut noch schlecht. Es ist einfach so, wie man es selber mag. Es sind Aromen zugesetzt. Man hat etwas, was ja irgendwo an Milch erinnert, aber es schmeckt nicht original wie Milch. Es hat aber etwas davon und ich muss euch jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, für mich sind hier wirklich, ist das hier wirklich jetzt eine der besten veganen Alternativen, weil ich finde sie lecker, der Preis ist einfach unschlagbar, wo ich mich dann wirklich frage, mal wieder ein Grund, dass Markenprodukte nicht automatisch heißt, dass es besser ist, was man an den harten Fakten sieht, die Zutaten, die Nährwerte, ja. Und Geschmack lässt sich streiten, aber die harten Fakten sagen, dass das hier die bessere Alternative ist. Ganz klare Sache. Und wie ihr das seht, das dürft ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Schaut wie gesagt auch gerne ins andere Video. Ich habe auch einen großen Vergleichsvideo, ganz viele vegane Alternativen. Hanf, Erbse, Soja, was war da noch bei? Nussdrinks war dabei, Haselnuss war dabei, also irgendwie 11, 12 vegane Alternativen habe ich für euch getestet, ich verlinke es euch in der Beschreibung, schaut gerne da mal rein und dann würde ich mich freuen über eure Rückmeldung. Und dann sage ich jetzt auch, danke fürs Zuschalten, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.